So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe noch ein bisschen in der Kiste rumgewühlt. Ich habe noch ein Kaltheim Collector Booster gefunden und das mache ich heute mit euch auf. Und wir gucken uns mal an, was in diesem Kaltheim Collector Booster so drin ist. Wir haben erstmal, ich habe vergessen, wie faded die Karten aussehen. Ein schwarzes Mana, Village Rights, Instant, man opfert eine zusätzliche Kosten, eine Kreatur und zieht zwei Karten. Sehr coole Karte. Anders die Invader, 6 Mana, 5, 6, Flash, wenn ein Spiel kommt, kommt der getappte Spiel. Okay, das sieht strange aus. Hagi Mob, 5 Mana, 5, 4 mit Bows. Das heißt, wenn die Kreatur angreift, kann man 2 Mana bezahlen und einen Schaden auf irgendeinen Target zufügen. Krass, kann man nur einmal pro Runde machen. Eistunnel, kommt getappt ins Spiel, ist ein Snowland für Insel Swamp. Ja, cool. Und Glacial Footplains. Das ist das Blau-Weiße davon. Kommt auch gedacht ins Spiel. Dann haben wir unsere erste Uncommon Avalanche Kayla. 2 Mana 1-3. Für 2 Mana wird ein Snowland zu einem 4-4 Elemental mit Eile und Hexproof. Den habe ich ganz hart damals gehypt und fand den super, aber irgendwie spielt ihn niemand. Rune of Mortality. 2 Mana, man verzaubert ein permanentes. Wenn ein Spiel bekommt, ziehen wir eine Karte. Wenn das verzauberte Permanente eine Kreatur ist, hat sie Death Touch. Wenn das verzauberte Permanente ein Equipment ist, hat die equippte Kreatur Death Touch. Sehr cool. Dann haben wir einen Snow-Covered Mountain mit einer fetten Kratzer drin. Da seht ihr diesen Kratzer. Krass. Krass, hässlich, kacke. Und wir haben Spectral Deluge. 6 Mana Sorcery. Man bringt jede Kreatur mit Power X oder weniger auf die Hand zurück, weil X die Insel ist, die einzelne Insel ist, die man kontrolliert. Mit Vorteil für 3 Mana und 2 Mana zum Exil. Sehr cool. Dann haben wir Scam Farm Avenger. 2 Mana 3-1. Immer wenn ein anderer Non-Token-Elf oder Berserker stirbt, dürft ihr eine Karte ziehen und verliert ein Leben. Battle of Frost and Fire. 5 Mana Saga. Erste Saga, sie fügt 4 Schaden an jedem Nicht-Giant zu und jedem Planeswalker. Zweite Saga, Scry 3. Dritte Saga, immer wenn eine Caste, einen Spellcast, Mana kostet 5 oder höher diese Runde, zieht man 2 Karten, wirft eine Karte ab. Okay. Dann haben wir Vega the Watcher, 3 Mana 2-2 fliegend und immer wenn ihr einen Spell castet, außerhalb der von der Hand, dann dürft ihr eine Karte ziehen. Die ist cool, ich mag das Artwork. Und dann haben wir, okay, Haunting Voyage, 6 Mana Sorcery, man sucht sich einen Kreaturentyp aus, bringt dann alle, was? Nee, 2 Kreaturen mit diesem Kreaturentyp aus dem Friedhof wieder ins Spiel. Und wenn man den Vortell hat, bringt man alle mit dem aus dem Spiel. Ja, Vortell für 7. Sehr teuer. Dann haben wir Harald, King of Scamfer. 3 Mana, 3, 2, Menace. Und wenn das Spielfeld kommt, gucken wir uns die ersten 5 Karten unserer Bibliothek an. Wir können eine Elfen, Warrior oder Tyvar-Karte davon revealen. Uns auf die Hand nehmen und den Rest unter das Deck legen. Als Commander? Meh. Vielleicht. Und dann haben wir, Dark Boar Pathway, das grün-schwarze Pathway in alternativem Artwork Foil. Sehr, sehr cool. Und wir haben Komas Coil und ein, ja, Human Warrior, auch mit einer fetten Printline drin. Cool. Ja, das war das Booster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hab ich gesagt. Ciao, ciao.